boost the economy. Yeah. The studio's right in the So, wir bräuchten jede Menge. Ach siehst du, wir haben sogar jede Menge Bilder. Stellen wir sie mal kurz ein dafür. Minenarbeiter können wir uns auch noch ein paar gönnen. Und jetzt ist das viel zu laut und ich komme da schon wieder nicht ran. Das tut mir leid, das Bild wird gleich wieder einfrieren. Ah, das ist ein Nerv. So, mal kurz in die Options und in die Options und in den Options. Wo waren das? Enable Edge Scrolling aus. Genau. Pause when not focused. Naja, siehst du. Aber ob es denn... Ich weiß nicht, ob es dann nicht doch... Klein wird es jetzt wieder werden, ja. Aber es läuft weiter. Ja, man sieht nichts mehr. Na super. So, ich hoffe, meine Aufnahme ist dadurch nicht im Arsch. Durch das ständige Wegbrechen des Fensters. Sieht aber gut aus. So, jetzt haben wir das wieder leiser. Wahrscheinlich sollte ich das auf eine eigene Soundkarte packen. Dann könnte ich das hier direkt am Gerät mir einstellen, wie laut ich das gerade brauche. Das wäre irgendwie sinnvoller. So, auf jeden Fall, unser Trading Post ist fast fertig. Und die Frage ist nun, ja, also Upgrade auf Steinhäuser. Hier sieht man es jetzt schön im Sommer. Oder im frühen Frühling. Die Innenstadt ist schon fast komplett umgestellt. Hier hinten fehlen noch Häuser. Also alles, was ein bisschen weiter abseits des Stadtkerns liegt, ist noch nicht umgestellt. Machen wir dann als nächstes. Und hier kommen ja auch, siehst du, der braucht noch Trader. Genau, machen wir das mal so und dann packen wir 4 Trader rein. 2, 4, 4. Ich würde mal sagen 4. Wir wollen das ja mit dem Handel ernsthaft betreiben. Orders, genau. Wir können noch nichts ordern. Wir könnten bloß schon mal Dinge einlagern, wie zum Beispiel Feuerholz. Feuerholz ist ja eins der wichtigsten Handelsgüter, die wir jetzt aktuell haben. Oder wir nehmen Kohle. Kohle wäre auch nicht schlecht. So. Kohle ist nämlich echt teuer in diesem Spiel. So, 200 Kohle lagern wir hier mal ein. Und wir lagern Feuerholz ein. Jetzt gucke ich oben. Ich suche gerade die. Da haben wir 1000 von rumliegen. Okay. Das heißt, wir könnten hier auch gut und gerne mal 300 Feuerholz einlagern, weil wir haben ja Frühling. Das sollte nicht so schlimm werden. So. Und das wird hier eingelagert. Genau. Da laufen sie nämlich die Traders. Und schaffen das hierher. Builders 4 sind auch noch zu viele. Nehmen wir 2 nur. So, die Bäume sehen schon mal nicht schlecht aus. Auf jeden Fall mit allem anderen kann man so überhaupt nicht handeln. Und überhaupt. Wir müssen nämlich jetzt langsam auf Tierzucht gehen. Weil Tiere bringen einfach mehr. Mehr an. Ja, mehr an mehreren Dingen. So ungefähr. Was haben wir hier drüben noch? Wenn wir auf die andere Flussseite gehen, wäre es auch nicht schlecht. Weil hier ist noch ein großes Gebiet, wo wir nochmal Gatherers oder sowas nehmen könnten. Ah, die Nahrung geht runter wie Sau, ey. Das gefällt mir überhaupt nicht. Also so, wir scheinen wieder an diesem Scheideweg zu sein, wo uns die Ökonomie hier um die Ohren fliegt. Tja, das bleibt so, wie es ist. Dann würde ich mal sagen, wir haben ja Early Summer, das heißt, wir hauen das hier alles zu Klumpatsch.
Steine und so haben wir auch. Weil das Upgraden der Häuser ist halt nicht so einfach. Im Endeffekt werden sie jetzt abgerissen. Also die Nahrung wird umverteilt auf andere Punkte in der Stadt und dann werden die Häuser abgerissen und dann wieder neu aufgebaut. Deswegen sind da jetzt ein paar heimatlos. Ich hatte ja immer die Hoffnung, die sich jetzt zerschlägt, gerade dass das Auffanglager, was ich da oben hingestellt habe, dafür sorgt, dass die Leute nicht heimatlos werden. Aber das funktioniert anscheinend nicht. Jedenfalls nicht so, wie ich dachte. Ja, wir könnten jetzt mal ein paar Arbeiter mehr reinstecken. Traders nehmen wir runter. Das sind zu viele. Wir brauchen nicht vier Leute, die hier hin und wieder mal irgendwelche Güter hin und her schaffen. Das macht keinen Sinn. Na, wieder Bedenkpause des Spiels. Ich bin mal gespannt nachher beim Schneiden, ob das nicht alles wieder am Arsch ist. So, wir haben auf jeden Fall jetzt genügend Leute, die da drinnen unterwegs sind. Machen wir wieder auf Ameisenwuselspeed. Die Woodcutter haben es ausgeglichen. Wir haben wieder 1000 Feuerholz. Das ist cool. Das heißt, wir können hier einfach mal nochmal 300 einlagern. Weil es ist echt eine gute Währung. Also wenn jetzt hier jemand vorbeikommt, will ich halt was kaufen können. Deswegen lage ich so viel ein. Ich muss halt bloß aufpassen. Wir haben frühen Herbst bereits. Dass ich meinen Leuten hier nicht das Feuerholz klaue, das sie zum Heizen brauchen. Das wäre auch ungünstig. So, mal gucken, ob sie es dieses Jahr schaffen. Ernte läuft. Ob wir alles in die Stockpiles bekommen, was wir da hinkriegen müssen. Ich hoffe ja mal, ja. Ach, was? In die Storage Barns natürlich, nicht in die Stockpiles. Naja. So, zwei Lagerhäuser, die leer sind. Die stehen hier auch aus gutem Grund, weil wir müssen expandieren. Und expandieren auf landwirtschaftliche Nutzfläche wäre hier drüben halt ziemlich cool. Weil hier ist flaches Land. Das heißt, wir gehen hier runter und gehen dann rüber über eine Brücke. Dahin, direkt hinter dem Ding. Müssen wir nur schauen, wo man... Ja, das passt schon. Ah, da kommt ein Händler. Da kommt ein Händler. Das ist ja super. Cool. Mal schauen, ob sich das jetzt gelohnt hat. Aber es reicht immer noch nicht. Die sind zu lange unterwegs, um ihre Ernte einzubringen. Es ist schon spät. Naja gut, früher Wintereinbruch vielleicht auch. Wir haben erst Herbst und es fällt schon Schnee. Vielleicht fällt uns das quasi auf die Füße. So, mal wieder etwas schneller. Weil wir warten darauf. Da kommt der Händler. Dass der Händler ankommt. So. Na, so. Warten wollen wir nicht. Tada. So, der Händler ist da. Und der hat dabei warme Sachen. Er würde kaufen Feuerholz zu einem Value von 4. Aha. Würde es auch verkaufen. Kohle, Warm Code, das wäre was. So, Orders. Was können wir bei dem ordern? Aha. Nichts Interessantes. Nur warme Klamotten könnte man bei dem ordern. Tja. Die will ich eigentlich nicht bei dem kaufen. Dann sagen wir mal tschüss, weil ich möchte ja eher Rohstoffe. Also ich möchte eher...
Tiere, also Schafe, Rinder und so weiter anschaffen, um die Ökonomie hier ein bisschen zu boosten. Boost the economy. Yeah.